bin ja Vegetarier und vor allem aber wollen wir nicht, dass Tiere gequält werden und dass Tiere im Zirkus leben. Ja. Und das müssen Tiere mal, das müssen wir uns mal vorstellen. Also, und fürs Amüsement der Leute zuständig sind. Und darum machen wir heute ein paar Fotos. Wir legen uns halt selber mal in Ketten. Für die Leute beim ersten Augenblick, die denken irgendwie, das ist lustig und die Tiere haben Spaß, aber in Wirklichkeit, das ist natürlich was ganz, ganz anderes und die werden natürlich nicht artgerecht gehalten. Und um dann so schön im Kreis zu laufen, gehört natürlich auch ein bisschen Training und hier und da auch ein paar Schläge dazu. Wir sind ja immer Eltern, die in Zirkus gehen mit ihren ganz kleinen Kindern. Die ganz kleinen Kinder wissen natürlich noch gar nicht Bescheid und darum müssen natürlich da eigentlich die Eltern das Bewusstsein entwickeln, dass das nicht gut ist so. Und ansonsten gibt es ganz, ganz tollen Zirkus mit Artisten, also ja. Da können dann alle reingehen. Wir haben das auch gemacht. Jetzt gibt es ein zweites Motiv. Jetzt sind wir im Käfig. Nee, ich glaube nicht, weil das ist ja noch tausendmal schlimmer. Wir müssen ja jetzt hier echt nur für 10 Minuten für so ein Foto, aber das reicht mir schon. Wir kriegen es auch viel mit so Tiere im Showbusiness allgemein. Also sei es Fernsehshows oder irgendwelche Auftritte, Videodrehs. Das ist eine Sache, wo wir uns ganz strikt gegen gewehrt haben auf jeden Fall. So ein Tier versteht das ja nicht. Das ist ja einfach eingesperrt und ich kann es nicht ertragen, wenn ich darüber nachdenke, schießt mir sofort die Tränen in die Augen ein. Der erste Hund, den wir aus dem Tierheim geholt haben, der war halt ziemlich verletzt. Er hatte überall Brandnarben an den Ohren, weil die früheren Besitzer irgendwie Zigaretten an den Ohren ausgedrückt hatten und so. Und er hat ganz, ganz schlechte Zähne, weil er irgendwie Bier bekommen hat als Welpe. Und das sind so Erfahrungen, die uns schon geprägt haben, glaube ich. Absolut. Also. Hey, wir sind Bill und Tom von Tokyo Hotel und wir unterstützen Peter. Lass die Wildtiere nicht hängen, sie gehören in die Freiheit und nicht in den Zirkus. Und um das alles zu unterstützen, geht auf www.peter.de und informiert euch.